Hallo zusammen und willkommen zu einer wieder mal ungeplanten Folge. Und zwar hat mich heute Morgen jemand auf Facebook angeschrieben, hat gesagt, dass er halt heute zusammen mit einem Kumpel eine Tour fährt und halt hier quasi einmal die Rhön umkreist. Und ja, hat halt gefragt, ob man sich da nicht mal treffen kann. Und den versuche ich jetzt gerade abzufangen. Er hat mir also zum einen seine geplante Route mal geschickt, zum anderen einen Link auf Biker SOS, kannte ich auch noch nicht, wo ich also jetzt im Moment sehen kann auf der Webseite, wo er gerade rumfährt. Leider hat das nicht ganz so gepasst. Ich hatte eigentlich einen schönen Abfangpunkt ausgesucht, aber irgendwie war die Position, die ich in dem Moment auf der Webseite gesehen habe, auf der Karte, irgendwie nicht ganz die aktuelle. Und wo ich dann an dem Abfangpunkt angekommen bin, waren sie schon längst als ein paar Kilometer weiter. Jetzt habe ich natürlich das Problem, ich habe zwar seine Route zwar auf Motoplaner noch hier auf der Webseite drauf, aber die Webseite kann ich so überhaupt nicht auf dem iPhone irgendwie im Griff kriegen. Also kann ich nicht genau nachgucken, wo er lang fährt im Moment oder wo er noch hinfährt. Bin also so nur grob am Überlegen, wo es lang ging, weil ich hatte es mir ja mal zumindest angeguckt. Und dann zwischendurch immer mal wieder anhalten, die Biker SOS aktualisieren und dann gucken, wo er gerade ist, weil blöderweise die App kriege ich die App habe ich zwar auch installiert, aber kriege da irgendwie den Punkt nicht reingeladen. Also auf gut Glück, mal sehen, ob ich noch irgendwo erwische. So, ein kleiner Zwischenstand, nachdem ich mir zwischenzeitlich relativ wenig Hoffnung gemacht habe, dass ich das noch irgendwie geregelt kriege, haben wir jetzt dann doch geschafft, nochmal die Telefonnummern sozusagen auszutauschen. Und die zwei warten jetzt in Dermbach. Da war ich mit meinem groben Peilung bezüglich neuem Abfangkurs gar nicht so schlecht gewesen. Sind jetzt nur noch 10 Kilometer. Und dann dürfte ich die zwei aufgegabelt haben. Tachchen. Hi. So, und wie ihr seht, habe ich die zwei jetzt mittlerweile dann doch irgendwo eingeholt. Und befinde mich jetzt hier gerade im Sandwich zwischen den beiden. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich da überhaupt hinterherkomme. Das sind ja doch hier schon die Supersportbikes. Da muss ich mal gucken, ob ich hier mit meinem Fahrstil überhaupt schaffe, dran zu bleiben, nicht, dass ich die zwei hier zu sehr aufhalte. Die haben auf jeden Fall schon ein ganz schön knackiges Programm heute. Mit über 500 Kilometer finde ich schon recht sportlich. Ich habe ja immer so bei meiner Planung, sage ich immer, ja, für 100 Kilometer 2 Stunden. Sprich 500 Kilometer wären 10 Stunden reine Fahrzeit. Dann nochmal immer mal hier und da ein Päuschen. Das ist dann doch schon
einiges. Ja, und ich habe auch eben schon gelobt sozusagen. Also die Strecke, die die zwei heute fahren, ist schon echt geschmeidig. Also so die Teile, die ich jetzt wirklich kenne, da sind wirklich viele Sachen dabei, die hätte ich sozusagen nicht besser machen können vom Raussuchen. Und das hat mich doch einiges an Zeit gekostet, so diese ganzen Eckchen zu finden teilweise. Von daher, wobei er gesagt hat, das hat ein Kollege von ihm zusammengestellt, der heute gar nicht mitfahren kann. Also da, Hut ab, echt schöne Sachen rausgepickt. Ja, und ihr seht schon, wenn sowas mal ist, ruhig mal fragen, vielleicht klappt es ja. Wobei ich schon vorneweg sagen muss, bei mir mit Planen und fest zusagen ist dann immer relativ schwierig, weil natürlich gerade am Wochenende geht die Family vor, hat Vorfahrt und deswegen kann ich da immer schlecht irgendwie sagen, ja, hier, da bin ich da, da mache ich mit, sondern das geht meistens nur kurzfristig und dann, wenn es passt, passt, wenn nicht, hat es halt leider nicht hingehauen. Also im Zweifelsfall einfach mal probieren.
Und ansonsten weiß ich jetzt nicht, wie lange meine Kamera noch mitmacht sozusagen. Von daher sage ich einfach schon mal, wie immer, übertreibt's nicht, genießt den Scheiß und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.